Hallo Kaffeefreunde, in diesem Video möchte ich die Cremesse Compact One, das ist diese schöne Maschine hier, einmal vorstellen, einmal testen, einmal einen Kaffee zubereiten und auch natürlich sagen, was die Maschine kann, was sie nicht kann. Bei der Cremesse Compact One handelt es sich um eine Portionskaffeemaschine der Delicia AG oder auch eine Kapselmaschine. Die Delicia AG ist eine Firma aus der Schweiz, ist dort sehr beliebt. Die Maschinen und jetzt gibt es die Maschinen auch in Deutschland unter dem Namen Cremesso zu kaufen. Die Maschine wurde ausgezeichnet im Jahr 2014 mit dem Red Dot Design Award. Die Maschine kostet ca. 70 Euro. Ich habe die gesehen bei Netto Markendiscount. Da kostet die irgendwie 69,99. Gibt es in den Farben Schwarz, Cremefarben, das ist dieses Modell hier, in Orange und Grün. Wobei bei den anderen Farben ist dann hier, was hier jetzt weiß ist, ist da dann in einer anderen Farbe, so wie hier auf der Verpackung letztendlich. Die Verpackung sieht so aus. Die Maschine wird in dieser Verpackung geliefert. Ich zeige die nur einmal kurz. Für den Test stört die Verpackung jetzt nur. Hier sieht man das auch nochmal. Red Dot Design Award Gewinner. Und ansonsten eine Verpackung wie bei jeder Kaffeekapselmaschine. Packe ich einmal an die Seite. So, das stört nämlich jetzt letztendlich nur für den Test. Was ist im Lieferumfang enthalten? Nur die Maschine selber. Hier das Modell. Und die Anleitung in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Also eine Anleitung hätte ja gereicht, aber das ist eine Anleitung in allen Sprachen eigentlich. Da muss man dann gucken, ob man die in deutscher Sprache irgendwo zwischen den ganzen Anleitungen findet. Hätte man vielleicht etwas besser lösen können, als haufenweise Anleitungen mit in die Verpackung zu tun. Naja, das ist alles, was im Lieferumfang enthalten ist. Es ist keine Kapseln oder sonst irgendwas. Die Maschine, vielleicht noch ein, zwei Sachen zur Maschine. Die Maschine wiegt 3,8 Kilo, ist damit also ein echter Klotz. Ziemlich schwer, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ist ein stylisches und doch irgendwie schmal wirkendes Design. Das Gehäuse besteht aus mattem Kunststoff, ist also nicht anfällig für Fingerabdrücke. Eigentlich sieht man da gar keine Fingerabdrücke drauf. Das ist ein bisschen besser als bei irgendeinem glänzenden Gehäuse. Ist natürlich Geschmackssache, aber hier sieht man wirklich keine Fingerabdrücke. Und das gefällt mir grundsätzlich immer sehr gut. Der Verschlusshebel hier oben hat so eine Cremesso-Einstanzung, besteht aus Metall. Ist sehr robust auf jeden Fall. Das ist ein super robuster Verschlusshebel. Schließt hier oben mit dem Maschinengehäuse ab. Das heißt, hier hat man auch so eine schöne Fläche. Sage ich mal, das ist eine Ebene hier mit dem Maschinengehäuse und sieht dadurch noch besser aus. Das ist wirklich schick. Der Wassertank hinten. Ich drehe einmal die Maschine. Der Wassertank hinten, der fasst 1,1 Liter, besteht aus Kunststoff, hat hier oben so einen abnehmbaren Deckel, kann hier, jetzt sieht man das in dem Video, hat hier so eine Maximalanzeige, hier die für einen halben Liter und hier unten ist die minimale Anzeige für Wasser. Also da ist jetzt wäre zu wenig Wasser drin für diese Minimalanzeige hier. Der Deckel sitzt etwas lose auf, hat hier aber so kleine Kanten, damit er nicht runterfällt. Aber ist wie bei allen Deckeln, wenn er nicht dann fest damit verbunden ist, dass das etwas lose ist. Der Vorteil ist natürlich, der Wassertank kann befüllt werden, wenn die Maschine, wenn der Wassertank auch an der Maschine angedockt ist. Das heißt, man kann den Wassertank einfach andocken und dann hier oben das Wasser reinfüllen. Der Wassertank wird von oben aufgeschoben. Steht auch noch ganz interessant, dass er nicht so von hinten angedockt wird, sondern von oben hinten auf die Maschine aufgesetzt wird. Welche Tasten und Schalter hat die Maschine? Hat hier hinten, das kann man ganz schlecht sehen, hier unten ein Ein- und Ausschalter. Das ist so ein kleiner Kippschalter. Damit kann man die Maschine ein- und ausschalten. Das ist wie so ein Netzschalter. Der ist hier hinten auf der Rückseite unterhalb des Wassertanks angebracht, also wirklich versteckt. Wenn man das nicht weiß, dann sucht man den natürlich erstmal. Oder man muss dann wirklich in die Anleitung gucken. Weiterhin hat die Maschine noch drei Zubereitungstasten.
die sind hier auf der Oberseite angebracht. Das ist eine für Ristretto, eine Taste für Espresso und eine für Lungo-Kaffee. Das sind grundsätzlich erstmal die drei Zubereitungstasten. Sind hier oben auf der Oberseite gut erreichbar angebracht. Und besser als die Ein- und Ausschalter auf der Rückseite auf jeden Fall. Der Kapselschacht, wo dann letztendlich die Kaffeekapseln reinkommen, befindet sich hier oben unter dem Verschlusshebel. Hier ist er. Und der ist so strukturiert, dass da eigentlich gar keine anderen Kaffeekapseln reinpassen. Also wirklich nur die Original-Cremesso-Kapseln. Und man kann die auch nicht falsch einlegen, weil er genau die Form von den Kaffeekapseln hat. Das ist wirklich einfach. Der Verschlusshebel macht wirklich einen super robusten Eindruck. Hier hat er auch so ein kleines Gummiteil, damit er nicht runterknallt, damit er sanft runter geht hier auf das Gehäuse. Das ist super durchdacht und echt spitze. Jetzt sind hier noch ein, zwei Sachen zu dem Auffangbehälter für die Kaffeekapseln. Haben wir hier, das besteht übrigens alles aus Kunststoff, diese ganzen Teile hier. Haben wir hier dieses kleine Podest. Das ist, wenn jetzt kleinere Tassen unter den Kaffeeauslauf gestellt werden, dann kann man das Podest nehmen und das im Grunde hier hinsetzen und dann spritzt das nicht so in alle Richtungen, wenn da eine kleinere Tasse steht. Das ist im Grunde auch die einzige Möglichkeit, die man hat, was das Höhenverstellen angeht für andere Tassen. Das ist ja ganz interessant zu wissen eigentlich. Besteht alles aus Kunststoff. Hier hat man noch so ein kleines abnehmbares Gitter, ebenfalls aus Kunststoff. Das ist hier für das Tropfwasser hier unten die Schale. Und hier, das kann man auch noch abnehmen, hat man dann die Auffangschale für die Kaffeekapseln. Die hat hier unten so kleine Löcher, damit das Tropfwasser, was noch aus den Kapseln kommt, dann auch aufgefangen wird. Hier ist der Kunststoff nicht ganz so hart, das sieht man hier. Der ist relativ weich, das finde ich ein bisschen schade, weil sonst ist die Maschine echt robust verarbeitet und hier, das macht einen etwas billigen Eindruck. Also den hätten sie ruhig etwas robuster gestalten können. Der ist auch relativ groß, da passen viele Kaffeekapseln rein. Das ist natürlich schön. Hier unten ist noch die Abtropfschale für das Tropfwasser der Kaffeekapseln. Der wird ja hier letztendlich so aufgesetzt und dann tropft das Wasser hier durch und landet hier in dem Auffangbehälter. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine muss der Wassertank erstmal gereinigt werden mit etwas Spülmittel und lauwarmem Wasser. Dann füllt man den einfach mit kaltem Wasser, was ich jetzt auch einmal mache. Ich fülle den jetzt mal nicht ganz voll. Einmal hier Wasser rein. Hinten wieder andocken. Die Maschine war schon mal an, also die erste Inbetriebnahme muss ich nicht mehr machen. Einfach hinten dann den Netzschalter umlegen, wenn man was zubereiten möchte. Und dann beginnt die Maschine auch schon mit der Aufheizzeit. Was ich noch zur ersten Inbetriebnahme sagen muss, die Maschine muss dann erstmal durchgespült werden. So 2 bis 5 Mal, das geht dann mit dieser Lungo-Taste. Das heißt, mehrmals in die Lungo-Taste drücken, dann werden die Leitungen mit Wasser gefüllt, alles gereinigt und dann kann man letztendlich den Kaffee zubereiten. Das ist aber bei allen Kaffeekapselmaschinen eigentlich so Standard. Die Getränkezubereitung, was kann die Maschine überhaupt zubereiten? Die kann, wie ich anfangs schon in einem Satz erwähnt habe, Ristretto, Espresso, Kaffee, Crema und das Besondere vielleicht auch, die Maschine kann auch Tee zubereiten. Dafür gibt es dann spezielle Teekapseln. Die Maschine arbeitet mit 19 Bar Druck, hat eine Aufheizzeit von nur 15 Sekunden. Damit ist es eine der schnellsten Kaffeekapselmaschinen überhaupt, die Cremesso Compact One. Das ist wirklich eine sensationell schnelle Aufheizzeit. Welche Kapseln passen in die Maschine? Da passen eigentlich nur die Original Cremesso Kapseln rein. Ich habe die hier einmal, das ist so eine Kapsel-Collection von Cremesso. Da hat man dann alle möglichen Sorten einmal zur Auswahl. Da fehlen jetzt schon ein paar, weil ich schon ein paar zubereitet habe. Aber hier oben sieht man, da gibt es eine relativ große Auswahl auch an Kaffeekapseln für das Cremesso-System.
Also es passen wirklich nur die Original Cremesso-Kapseln rein. Die sehen so aus. Das ist jetzt eine Espresso-Kapsel. Hier unten mit dem Cremesso-Aufdruck bestehen aus Kunststoff die Kapseln. Keinerlei Aluminium enthalten. Das ist ja auch für einige noch wichtig. Und die werden dann einfach hier oben in den Kapselschacht eingelegt. Das mache ich auch gleich. Jetzt möchte ich aber erst noch mal die Teekapseln einmal kurz zeigen. Es gibt natürlich die Original Cremesso-Kapseln, aber es gibt bei Netto mittlerweile auch so Nachahmerkapseln. Von Café sind die. Das ist ja die Eigenmarke von Netto. Das sind, da muss immer draufstehen hier, kompatibel mit den Cremesso-Kaffeemaschinen. Dann können die Kaffeekapseln bzw. hier jetzt Teekapseln auch in der Maschine verwendet werden. Die sind etwas günstiger als das Original und vielleicht schmecken die anderen besser. Hier sieht man schon den Unterschied zu der Kaffeekapsel. Die Teekapsel hat oben noch kleine vorgestanzte Löcher, was die Kaffeekapsel nicht hat. Ich zeige die noch einmal zum Vergleich. Hier die Espresso-Kapsel und hier die Teekapsel für schwarzen Tee. Das werde ich auch gleich alles einmal zubereiten. Was einen vielleicht wundert hier bei der Maschine, die Maschine wechselt immer in so eine Art Energiesparmodus. Das heißt, dann ist hier so ein an- und abschwellendes Leuchten bei der Taste. Ich versuche das einmal kurz zu zeigen. Jetzt sieht man das hier, das ist immer so ein an- und abschwellendes Leuchten. Das heißt, die Maschine befindet sich im Energiesparmodus. In diesen Energiesparmodus geht die Maschine immer, wenn eine Minute lang nicht zubereitet wurde. Das heißt, wenn eine Minute kein Getränk zubereitet wurde, geht die Maschine immer in diesen Energiesparmodus. Und dann kann sie, wenn man was zubereiten möchte, mit einem einfachen Tastendruck wieder in diesen Standardzustand versetzt werden. Dann leuchten auch diese Tasten hier dauerhaft. Das ist ja auch noch mal ganz interessant zu sehen. Falls es da am Anfang auch Verwirrung aufkommt, was diese Taste mit dem an- und abschwellenden Leuchten zu tun hat. Aber es ist auch in der Anleitung eigentlich ganz gut beschrieben. Jetzt möchte ich einmal was zubereiten. Ich sage noch mal ein, zwei Sachen zu der Wassermenge, die ausgegeben wird. Hier gibt es ja drei Tasten. Eine Taste, bei der Ristretto-Taste werden standardmäßig 30 ml ausgegeben, Espresso 50 und bei Lungo 110 ml. Die Tasten sind aber auch alle frei programmierbar. Man drückt dann die Taste einfach 3 bis 5 Sekunden, dann blinkt die so auf, die Taste, und dann kann man ganz normal die Wassermenge programmieren und einspeichern in die Maschine. Das heißt, man drückt dann die Taste 3 bis 5 Sekunden, startet dann den Vorgang, den Brühvorgang. Und wenn dann die gewünschte Menge in der Tasse ist, dann drückt man die Taste wieder, dann stoppt der Auslauf und die Wassermenge ist in der Maschine gespeichert. Also man kann die individuell auch programmieren, alle drei Tasten. Das ist natürlich auch ziemlich praktisch. Jetzt fange ich einfach mal mit der Zubereitung an. Ich fange mal mit dem Espresso an. So sieht die Kapsel aus. Einfach hier oben in den Kapselschacht, Verschlusshebel schließen. Geht relativ einfach. Was ich ja schon gesagt hatte beim Espresso, muss man hier dieses Podest am besten verwenden. Das habe ich jetzt auch schon stehen. Und dann drückt man einfach hier oben, die mittlere Taste ist das, für Espresso. Jetzt einfach mal auf die Lautstärke der Maschine hören, dann hat man die auch gleich. Man sieht, das läuft relativ schnell raus. Ich habe da jetzt auch nichts an der Wassermenge geändert. Das heißt, da werden jetzt 50 ml, meine ich, ausgegeben. Stoppt automatisch, da muss man gar nichts mehr machen. Verschlusshebel wieder öffnen. Kaffeekapsel fällt dann in den Auffangbehälter. Und jetzt messe ich einmal hier die Temperatur von dem Espresso. Das war jetzt eine kalte Tasse. Die oben auf der Creme hat er knapp 60 Grad. Das ist ein guter Wert für die Rekordaufheizzeit von nur 15 Sekunden. Das ist dann im Grunde der fertige Espresso. Super einfach die Zubereitung. Jetzt bereite ich noch einen Kaffeecrema zu, damit man das auch einmal hat. So sieht die Kaffeecrema-Kapsel aus, hat nur eine andere Farbe. Auch wieder hier oben einlegen, Verschlusshebel schließen.
Jetzt passt diese Tasse hier auch so unter, aber man kann natürlich auch eine größere Tasse verwenden, dann braucht man dieses Podest nicht. Dann hier die Taste, die uns hier am nächsten ist, drücken. Das ist die Lungo-Taste. Ist auch eine große Tasse drauf abgebildet. Auch da stoppt dann die Maschine automatisch, wenn die einprogrammierte Wassermenge ausgegeben wurde. Durch dieses Gewicht der Maschine von fast 4 Kilo vibriert die Maschine auch nicht so viel. Das heißt, sie hat einen richtig festen Stand. Und dadurch ist sie natürlich auch wieder leiser. Was die Maschine jetzt nicht hat, ist eine Wasserstandswarnung. Das heißt, wenn der Wassertank mal leer ist und man einen Kaffee zubereiten möchte, dann pumpt die Maschine einfach weiter und die Leitungen laufen wieder trocken. Das heißt, da muss man die Maschine wieder neu durchspülen, bevor man den nächsten Kaffee zubereiten kann. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn der Wassertank mal leer ist, dann sagt die Maschine das nicht. Das ist auch noch sehr wichtig. Man kann das übrigens auch immer manuell stoppen. Wenn man merkt, oh, die Tasse ist schon zu voll, dann einfach einmal drücken und dann stoppt die Zubereitung. Ist gar kein Problem. Hat man hier den fertigen Kaffeecremer. Sieht auch super aus, wirklich lecker. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einen Tee zubereiten. Für den Tee ist es wichtig, wenn man da Kaffee vorher zubereitet hat, dass man die Leitung einmal durchspült. Weil man möchte ja nicht den Kaffee, der vielleicht noch irgendwo hier in dem Kaffeeauslauf ist, im Tee haben. Dann stellt man einfach irgendwas unter und spült das einmal kurz durch, ohne Kapsel. Merkt man schon, da kommt jetzt noch ein bisschen braune Brühe raus. Und wenn das Wasser einigermaßen klar ist, dann kann man da den Tee zubereiten. Ich nehme jetzt einfach mal einen sehr gängigen Tee. Nämlich einen Früchtetee. Hier von Cremesso Früchtetee. Sind auch 16 Kapseln drin. Haben wir hier den Früchtetee von Cremesso. Auch wieder einfach die Kapsel oben einlegen, Verschlusshebel schließen und die Taste, die Lungo-Taste, welche man auch eben bei dem Kaffeecremer gedrückt hat, drücken. Und dann beginnt die Maschine mit der Zubereitung des Tees. Wenn man bei der Maschine übrigens 15 Minuten lang nicht zubereitet hat, dann schaltet sich die Maschine automatisch ab. Und dann kann man die Maschine durch Drücken einer beliebigen dieser drei Tasten einfach wieder in den normalen Zubereitungsmodus versetzen. Da muss die Maschine aber auch wieder so circa 15 Sekunden aufheizen. Auch hier stoppe ich jetzt mal manuell. Man sieht, ein schöner Früchtetee ist dabei rausgekommen. Verschlusshebel wieder öffnen. So sieht dann der fertige Früchtetee aus. Muss natürlich nicht ziehen, das ist der Vorteil bei den Kapseln. Der ist sofort trinkbereit, zubereitet. Was ich jetzt noch mal kurz zeigen möchte, ist die Reinigung der Maschine. Ich habe jetzt ja schon drei Getränke zubereitet. Da hat man dann hier die Kapseln in diesem Behälter. Ich hole das einmal. Da sind die Kapseln. Ich hole einmal hier, das ist die Teekapsel von eben. Sieht man, da unten wurde die eingestochen. Hier habe ich einmal die Kaffeecremer-Kapsel, auch die wurde unten sauber eingestochen. So sieht die von oben aus. Auch da hat sie dann Einstechlöcher. Dieses Teil ist übrigens das einzige, das in den Geschirrspüler darf. Bei maximal 55 Grad soll der Kapselbehälter im Geschirrspüler gereinigt werden können. Jetzt habe ich ja drei Getränke zubereitet. Man sieht, hier ist schon relativ viel Tropfwasser drin. Das heißt, das hier muss wirklich täglich ausgeleert werden, sonst läuft das Ding irgendwann über, weil noch relativ viel Wasser immer aus den Kapseln raustropft. Das ist auch noch sehr wichtig zu wissen für die Reinigung. Ansonsten muss die Maschine gar nicht so viel gereinigt werden, außer dieses herausziehbare Abtropfgitter mit der Auffangschale. Das Maschinengehäuse hat eigentlich keine Fingerabdrücke, man kann es einfach mit einem nassen Lappen abwischen, das ist super schnell erledigt. Die Zubereitung an sich ist ja ziemlich einfach mit der Maschine. Deshalb möchte ich jetzt mein Fazit ziehen. Das ist wirklich eine
sehr, sehr tolle Kaffeekapselmaschine zu einem wirklich hervorragenden Preis. Die Maschine kostet ja ca. 70 Euro. Das ist wirklich gut. Hat also ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Verarbeitung ist super. Alles stabil, stabiler Verschlusshebel. Wirkt sehr stylisch natürlich auch durch das Design. Hat eine super schnelle Aufheizzeit von nur 15 Sekunden. In 15 Sekunden ist die Maschine bereit für die Zubereitung eines Espresso oder Tees oder was auch immer. Arbeitet mit 19 Bar Druck. Das ist auch ein hervorragender Wert für eine Kaffeekapselmaschine. Und der Wassertank, der ist auch riesig. Der fasst nämlich 1,1 Liter. Also auch immer noch ein großer Wassertank. Die Cremesse Compact One ist super, da sie Espresso, Ristretto, Kaffee Crema und sogar Tee zubereiten kann. Mit knapp 70 Euro eine Top-Maschine. Hier stimmt Preis-Leistung auf jeden Fall. Ich kann die Cremesse Compact One-Maschine eigentlich nur empfehlen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Das könnt ihr hier unten auf den Abonnieren-Button. Oder ihr mehr über das Cremesso-System an sich lesen wollt oder auch andere Testberichte, dann besucht doch meine Seite kapselcafé.net. Vielen Dank!